Wer genau hinhört, hat es vielleicht gemerkt. Die Gartennächte klingen anders als früher. Noch vor wenigen Jahren gab das grüne Heupferd den Ton an. Mittlerweile ist es das Weinhähnchen. Die kleine Blütenschrecke ist ein Klimagewinner. Früher sang sie nur in den warmen Weinbaugebieten an Rhein und Mosel. In den letzten Jahren hat sie sich stark ausgebreitet und ihr eigenartiges Sirren ertönt nun überall. Unsere Gärten sind voll von diesen wärmeliebenden Neubürgern. Neben dem zarten Weinhähnchen profitiert auch seine große Schwester vom Klimawandel. Auch die Gottesanbeterin stammt eigentlich aus dem Mittelmeergebiet und kam früher nur vereinzelt bei uns vor. Mittlerweile ist sie in manchen Gegenden häufig anzutreffen und lauert sogar in einigen Gärten. Eine besonders auffällige Zuwanderin ist die schwarze Holzbiene. Sie sieht aus wie eine Hummel, ist aber eine Wildbiene, die allein ihre Brut versorgt. Vor 10 Jahren war jede Sichtung eine Sensation, heute ist ihr Anblick alltäglich. Ihre Eier legt sie in morsches Holz. Abgestorbene Äste, tote Stämme, die Bienen kundschaften sie aus und graben sich hinein. Mit ihren starken Kiefern nagen sie sich durch das Holz und legen Nistgänge an. Oft sind es mehrere Bienen, die sich von allen Seiten hineinbohren und den Stamm schließlich aushöhlen. Dieser schwarz-gelbe Neueinkömmling nutzt eine andere Brutstrategie. Die Dolchwespe erschnuppert im Kompost und unter der Erde Engerlinge, gräbt sich zu ihnen hinein und legt ihre Eier auf sie ab. Ihre Larven fressen die Engerlinge dann langsam auf. Den Gärtner freut's. Klimagewinner gibt es in jeder Insektengruppe. Bei den Käfern ist es der Trauerrosenkäfer, den wir plötzlich auf vielen Blüten im Garten finden. Und bei den Wanzen sind es die Lindenwanzen. Ihr Massenvorkommen sieht beängstigend aus, obwohl die Tiere ganz und gar unschädlich sind. Die Welt ist im Wandel und es gibt Gewinner und Verlierer. Während der Admiral mittlerweile bei uns überwintern kann und nicht mehr jedes Jahr über die Alpen fliegen muss, wird es dem kleinen Fuchs zu warm. Er wandert jetzt in die Mittelgebirge hinauf, wo es kühler ist. Und auch seine Raupen finden wir nur noch dort an den Brennnesseln. Das Leben in den Gärten verändert sich.